Hallo, liebe RT-Sport-User, mein Name ist Björn Blaschke und wir berichten heute vom German Top-Team Peter Angerer. Das German Top-Team macht am 3. Mai eine Shooto Kings-Veranstaltung in der Metzinger Öschhalle und darüber berichten wir heute exklusiv. Auch das ist schon eine Übung, wenn ich jetzt mit der Hand drücke. Da meint man gar nichts, ja? Hier, jetzt bin ich hier mal drin. Jetzt kann man sich immer noch hier drüber rollen. Ja? Guck mal, das Bein bleibt wie es ist. Seht ihr das? Und ich drehe noch. Neben mir ein bekanntes Gesicht aus Reutlingen, der Peter Angerer vom German Top Team. Ja, hallo erstmal, Peter. Hallo. Ja, unmittelbar eine Woche vorher stehen wir hier in deinem Gym und am 3. Mai ist es soweit. Sag was kurz dazu über deine Veranstaltung am Samstag. Lass dein Gefühl im freien Lauf. Mein Gefühl im freien Lauf. Wir machen am 3. Mai in der Metzinger Öschhalle Shooto Kings, erstmals Shooto Kings. Erklär unseren Usern, was Shooto Kings bedeutet. Shooto Kings ist eigentlich eine Eventserie, die wir ganz speziell für die Profis im Shooto gemacht haben. Shooto ist eine japanische Regionalliga. Ich bin seit 4 Jahren Präsident von Shooto in Deutschland, gestellt vom Europäischen Dachverband. Wir haben jetzt 4 Jahre lang recht viel aufbearbeitet, eben sehr aufwendig aufbearbeitet. Im Amateurbereich waren auch viele der Europameisterschaften. Wir haben vorletztes Jahr die Europameisterschaft in Deutschland erstmals ausgerichtet und haben uns jetzt 4 Jahre Zeit gelassen, um das Amateurlager stark zu machen, aufzubauen und dann eben auch gute Profikämpfer auszubilden. Und jetzt seit letztes Jahr haben wir die ersten Profititel ausgekämpft im Shooto, also die nationalen Profititel im Shooto. Und Shooto Kings ist jetzt die Eventserie, die jetzt ganz logischerweise folgt, nachdem man die Amateurbasis aufgestellt hat, kommt jetzt bei uns eben auch das Profilager. Und Shooto Kings ist die Bühne für die Profi-Shooter, weil wir jedes Jahr, also bei jedem Rennen, Top-Shooter aus Japan, japanische Top-Kämpfer, die in deutschen aufstehenden Kämpfer antreten. Das ist unser Main-Event. Dieses Event haben wir jetzt den Naohiro Mizuno von den Tokyo Yellowmans. Der kämpft gegen den Florian Lenz, einer von meinen Jungs, der da gerade hinter mir da huschelt am Boden. Okay. Genau. Den interviewen wir nachher auch nochmal. Genau, der hat da auch noch was zu sagen. Ja, der kämpft gegen den Flo, der meiner Meinung nach in der ISPA 67 zu den Top-Leuten überhaupt in Deutschland gehört hat, in der MMA Bundesliga alles abgewertet, also sehr, sehr siegreich, sehr stark. Wie alt ist der Junge? Flo, wie alt bist du? 24. Also man hat noch Luft nach oben, ja. Man hat Luft nach oben, ja. Aber das ist so praktisch der Aufhänger von dem ganzen Event. Wir präsentieren jetzt Shooto, auch auf einer professionellen Basis hier in Deutschland und eben mit uns erkämpfen. Wir sind ja mehr oder weniger das Dänisch-Stützpunkt für das Studio in Deutschland. Wir haben ein paar ganz, ganz gute Profis ausgearbeitet in den letzten 4 Jahren. Wir haben unter anderem Flo, aber auch dann den Tempera, der auch kämpft wird. Der wird gegen den amtierenden Europameister aus Holland umdrehen. Das ist schon eine sehr, sehr gute Fightcard. Wir haben 5, 6 Undercard-Kämpfe, Amateur-Kämpfe, um den Leuten auch zu zeigen, von 19 bis 20 Uhr. Von 20 Uhr ist dann 15 Uhr. Begrüßung, Vorstellung und ein Taekwondo-Sorte von den japanischen Taekwondo-Sorten eingeleitet, um die Stimme aufkommen zu lassen. Kommen prominente Gäste? Ja, auch nicht von Björn Blaschke. Ich gucke, dass ich auch komme, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt da Zusagen, es wurde uns angekündigt, dass die Björn Blaschke, dass der vorbeikommt, dass der Buchwald, ehemaliger Nationalspieler, Weltmeister, ja, genau, auch mit Shooto. Shooto ist ja Mixed Martial Arts Disziplin, das heißt, es ist ein eigenes Wettkampf. Die Leute können boxen, sie können treten, also wie im Kickboxen, sagen wir mal. Man darf natürlich auch laufen, da kann man wieder am Boden weiter. Anders als jetzt die klassischen Standkarte, die Boxen dann noch umgehen oder sind aufgestellt. Da gibt es weiter, es wird am Boden mit Hebel und Würgetechnik gearbeitet. Man darf aber auch schlagen am Boden, also man kann auch das Kopf schlagen, die Ringe am Boden. Wir haben Handschuhe an. Natürlich, wie viel Unzen? 6 Unzen. Das sind 6 Unzen Arschschuhe. Ja. Die sind ein bisschen dicker als die üblichen MMA-Schuhe, aber das ist im Shooter schon seit über 30 Jahren so. Shooter ist die älteste Organisation dieser Art weltweit. Die steht seit über 30 Jahren, hat auch immer schon einen sehr sportlichen Charakter gehabt. Es gibt ein sehr strenges Reglement, Amateurkämpfer, die auf den Amateurkampf umgehen wollen.
für eine bestimmte Zeit gespart, aber halt eine Schutzsparre, ja, einfach um die Gesundheit der Sportler zu gewähren. Da kannst du gehen bei uns über zwei Runden zu je drei Minuten. Das ist eine sehr, sehr kurze Kampfzeit, eigentlich die Profibegegnung im Semi-Pro-Bereich in der C-Klasse gehen über zwei Runden auf fünf Minuten. A-Klasse geht über dreimal fünf Minuten, jetzt auch der Superfight von Florian. Und dann die Titelkämpfe, wir haben ja auch Titelkämpfe am Samstagabend in der Schalle. Die Titelkämpfe gehen über fünf Runden auf fünf Minuten. Fünf Runden auf fünf Minuten. Das ist dann schon stabil. Das ist extrem. Ja. Ich kenn's. Ja, ja. Also, das kann ich mir denken. Also, ja. 25 Minuten hart arbeiten und hart kämpfen, das ist schon eine Hausnummer. Nochmal was zur Halle. Die ist in Metzingen. Ist sie schon ausverkauft oder gibt es noch Karten zu erwerben? Es gibt noch Karten. Wir haben ab 18.30 Uhr die Abendkasse. Allerdings ist der Vorverkauf Gott sei Dank sehr, sehr gut gelaufen. Also Okay. Der komplette VIP-Bereich unten ist schon seit Wochen ausverkauft. Okay. Ringside aus der zweiten Reihe ist ausverkauft. Wir haben jetzt ab noch fünf Reihen in Ringside, wo es noch Tickets gibt. Die Haupttribüne, die Mitteltribüne in der Öschhalle ist schon sehr, sehr voll. Also da wird es auch ein bisschen knapp. Aber wir haben Samstag. Ich hoffe, dass ich auch mit am Start bin. Ja, alles Gute weiterhin und ich wünsche dir ein gutes Gelingen. Ja. Danke. Ciao. Danke. Ciao. Okay, hier haben wir den ersten Kämpfer vom German Top Team, Daniel Temperer. Hallo Daniel. Ja, hallo. Du machst am Samstag in der Öschhalle auch deinen Kampf. Gegen wen geht's denn bei dir? Ich kämpfe gegen den Holländer, Michael Rönne heißt er. Wir haben beide unser Profi-Debüt. Eins. Ja, wird ein guter Kampf. Ja. Wie sind die Vorbereitungen jetzt? Sind sehr gut gelaufen. Also, kann mich nicht beklagen. Stand war gut, Boxen, Kickboxen, der Boden läuft auch gleich bei mir gut. Auf Ringe. Okay. Und welche Gewichtsklasse startest du? Ich kämpfe in der Gewichtsklasse bis 76. Das ist Mittelgewicht oder Mittelgewicht? Wie viele Kämpfe hast du schon? Also im Amateurbereich insgesamt sind es 25 gemischt mit Kickbox, Karate, Shooter. Okay. Und das wird jetzt mein erster Profi-Shooter-Kampf. Schön, schön. Du bist gut vorbereitet. Wir wünschen dir vom AT Sports alles Gute für Samstag. Wir sind mit am Start und alles Gute. Danke. Jetzt haben wir einen Florian Lenz in der Kamera und du wirst dir noch schnell vorstellen, was machst du, wie viele Kämpfe hast du und welche Gewichtsklasse machst du? Erzähl einfach mal, was du machst. Ja, mein Name ist Florian Lenz. Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren hier im Gym beim Peter Angerer. Ich habe früher mal ein bisschen mit Kickboxen angefangen gehabt und dadurch bin ich dann zum MMA gekommen, weil es eigentlich recht Spaß gemacht hat. Und ich habe gekämpft gegen das Main Event, okay. Bis 63 Kilo. Kennst du deinen Gegner? Ja, ich habe ihn zusammen mit Peter Angerer und meinen Trainingskollegen zusammen analysiert, angeschaut und ja, darauf haben wir uns eingestellt und danach gucken wir dann auch. Du bist zuversichtlich? Ja, Samstag. Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, dann wünschen wir von Athen Sports alles Gute dir. Auf jeden Fall. Und dazu verlassen, dass du frei bleibst. Dankeschön. Alles klar. Ciao. Ciao. Das war's vom German Top Team, vom Peter Angerer Seidenrad. Am Samstag ist es soweit. Leute, ich denke, das ist eine gute Sache. Geht einfach mal hin, ich bin auch am Start und ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Zeit, bleibt stabil und locker. Greift vor, erste.